Wir gehen bis zur Ponta da Piedade, für uns der schönste Ort an der ganzen Algarve. Hier steht der Leuchtturm von Lagos. Auf einem Felsen stand hier die Kapelle Nossa Senhora da Piedade, die Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Beim Erdbeben 1755 wurde sie zerstört, dann wieder aufgebaut und 1910 wurde aus den Steinen der Kapelle der Leuchtturm errichtet. Der Name Ponta da Piedade blieb. Man muss aufpassen, wo man hintritt, sonst geht's schnell 40 Meter steil bergab. Die Ponta da Piedade aus der Luft.